Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind immer noch dabei, die Höhlen in Korinis zu erforschen, auf der Suche nach Dracheneiern. Und jetzt schauen wir mal hier, ob hier nicht irgendwo noch so ein paar von den Echsenmenschen rumeiern. Also hier ist es komplett ruhig. Wie sieht's hier aus? Auch nichts los. Hätte ja sein können, aber hier ist nichts. Vielleicht im anderen Höhlengang. Schauen wir mal. Dülülü. Bam, bam. Bam, bam. Moin. Jemand hier mit Dracheneiern? Frage für einen Freund. Warte, wie viele Höhlengänge gibt's denn hier? Das klingt schon jetzt nicht unbedingt geil. Waren wir doch 100 Pro auch schon und haben schon alles umgebracht, oder? Das Problem ist, ich erinnere mich leider nicht mehr so genau. Es ist schon so lange her wieder. Aber du, da hilft nur eins, du guckst halt nochmal nach und dann kannst du nochmal auf Nummer sicher gehen, ne? Hier ist auch nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt dick weitergehen, weil wir eh gerade bei der Pyramide sind, ne? Lasst mal eben in die Pyramide reingehen. Ist das jetzt hier wieder so eine Sackgasse? Bin ich gerade doof oder ist das der richtige Weg? Ja, ich glaube alles cool. Ja, wunderbar. Dann lasst uns mal jetzt eben in die Pyramide reingehen, das eben abeiern, weil wir eh gerade da sind. Ne? Dann können wir durch das Portal einmal nochmal ins Addon-Gebiet, dann wandern wir da einmal nochmal alles lang. Einmal den Canyon, einmal durch diesen Dschungel, einmal durch den Sumpf. Alles umbringen, was noch da ist und dann haben wir das auch erledigt, ne? Gibt nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte. Wir können einmal prüfen, ob dort vielleicht in den Höhlen auch Eier zu finden sind. Und dann, ne? Ja. Nähert es sich langsam dem Ende, Alter. Es ist nicht mehr so viel. Es ist wirklich nicht mehr so viel. Bin ganz, ganz sad so ein bisschen. Aber gut, wir genießen das jetzt noch. Ne? Wir gehen dann nochmal ins Kloster. Da gehen wir auch nochmal Sachen kaufen und nach Schriftrollen gucken und so. Also ist noch ein bisschen was ist noch, ne? So ist jetzt nicht. Also ist nicht. Ist noch ein bisschen was. So. 201. Wir drücken das noch auf ein paar Folgen. Keine Sorge. Ah, Leute. So, mein letzter Schluck von diesem ekligen Getränk. Dann habe ich das auch hinter mir. Und dann wird auf Tee gewechselt. Soll ich so ein schönes Strohhalmgeräusch erzeugen, aber. Hat leider so gar nicht funktioniert, ne? Ah ja. Gut. So, müssen wir da lang. Ich spring mal ein bisschen hier mit Speed, ne? Ja, beim Banditenlager müssen wir nachher dran denken, dass wir die Rüstung wieder anziehen. Sonst müssen wir wieder platt machen. Muss ja nicht sein. Bam, bam. Bam, bam. So, da geht das gleich rein in das Loch. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Mal sehen, wie viel denn da auch respawnt. Also ob sich das lohnt oder ob sich das jetzt nicht lohnt. Ich habe da keine Idee. Bei mir wurde gesagt, da sind halt auch wieder Gegner und man kann da hin. Also, ihr kennt mich ja. Ich bring gern alles um. Also, wieso nicht? Okay. Bam, 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 ba. Ja, hier der geile. Ach Gott. Okay, das geht direkt gut los. Also da geht's direkt gut los. Hier direkt mit Schattenmagiern und Skeletten. Also dann würde ich sagen, das lohnt wohl doch noch. Du bist aber tot, oder? Keine Ahnung, der bewegt sich auf jeden Fall nicht. Damit bin ich erstmal guter Dinge. Was steht ja doch. Also, wenn schon direkt hier wieder Gegner sind, dann würde ich sagen, ist da ein bisschen was gespawnt, ne? Oh, direkt mit so einem Magier. Kronos ist noch am Start. Na, wie geht's euch hier? Seid ihr noch fleißig dabei? Lass uns handeln. Lass uns handeln. Mal sehen, was der so hat.
Er hat Dämonen beschwören. Zack, zack, die nehmen wir doch gleich mal. Golem erwecken, auch nicht verkehrt an sich. Kann man auch mal ruhig mal mitnehmen. Sonst noch irgendwas von Belang? Ich glaube nicht, ne? Heiltränke halt ohne Ende, aber ganz ehrlich, da haben wir so viele von. Ich glaube nicht, dass wir da noch mehr brauchen. Und neben dir steht noch eine Weidenbeere. Die nehme ich doch auch mal direkt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal da lang. Gucken wir uns hier nochmal um. Hier so abgeht. Guck mal, da geht's richtig los. Goblin-Krieger und so. Hier ist richtig was am Start. Also das, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So. Geil, los nun. Okay. Oh ja, erstmal looten. Erstmal looten die Dödel, ne? Das gute Addon. Das hat mir auch echt gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Da war Content ohne Ende drin. War gut gemacht, die Story war lustig und spannend. Ich fand das durchweg gelungen. So, hier noch jemand? Nee, gut. Dann gehen wir da, sag ich mal, noch runter. Guten Tag, ich bin der Blaufuchs und ich töte euch. Weit sind sie nicht gekommen, sag ich mal, ne? Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier lang, Richtung Piratenlager. Dann können wir da dann auch gleich mal noch im Canyon gucken, was da noch so abgeht. Da ist doch bestimmt auch noch wieder einiges gespawnt. Mein Troll-Hintern-Sense, ich sag euch das. Da war viel Platz, da ist Platz für Trolle. Ich sag euch das. Da kommt der Troll-Arsch-Sommelier in mir heraus und spürt, dass da was los ist, weißt du? So, schön hinauf hier wieder. So ist es gut. Ach du meine Fresse, was ist hier denn alles los? Oh oh, oh oh, oh oh. Ach, ich stand einfach scheiße, ne? Also da geht schon ein bisschen was, um ehrlich zu sein. Wenn man mal schaut, wie viele Gegner hier rumeiern. Sehr viele Goblins vor allen Dingen. Was machen die alle hier? Wo kommen die her? So viele Goblins. 201. 1. Weiter geht's. Immer weiter voran, ne? Das ist eine Höhle. Da können wir doch mal direkt gucken, ob sich in dieser Höhle vielleicht ein paar Echsenmenschen mit Eiern verstecken. Oh oh. Also Echsenmenschen haben sich hier nicht versteckt, aber ein Drachensnapper. Waren wir hier schon? Oder ist das neu? Hier waren wir schon, okay. Aber der Drachensnapper war neu, immerhin. Ich gehe einmal nochmal wieder nach unten, einfach nur um zu gucken, ob da noch Zeug gespawnt ist. Ja, da ist noch ein Lurker. Moin. Donk. Ah, noch mehr am Rumkräuchen und Fleuchen hier. Frag für einen Freund.
Sieht jetzt aber eher nicht danach aus. Nee. Okay. Oh, was war das? Ein Dunkelpilz. Ja, geil. Dann war wieder noch einer. Eine Heilpflanze. Gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder nach oben. Und dann weiter Richtung Canyon, ne? Na, schön noch eine Runde durch den Sumpf drehen. Mal gucken, wie viel Sumpfgasfliegen da wieder aufgetaucht sind. Deren größtes und liebstes Bestreben es ist, uns im Gesicht zu explodieren, weißt du? So muss es halt sein. Ich spaziere durch die Welt und mach mir alles, wie es mir gefällt. Wir sagen, wir machen direkt einen Abstieg an Canyon. Ach, guck mal, hier ein paar Fangräuschrecken. Läuft doch. Moin, Leute. Ja, ja. Süß. Gönnt euch, ne? Das ist vor allen Dingen auch alles köstliches, köstliches Loot, was wir dann wieder verkaufen können, um Geld zu kriegen, weil wir sind ja noch ein bisschen knapp langsam, ne? Deswegen, ich hoffe inständig, dass wir nachher nicht noch in diesem letzten Gebiet irgendwie Kohle brauchen oder so. Ah ja, lasst euch Zeit. Au. Die Drachensnapper kommen schon manchmal ein bisschen näher, ne? So ein paar Ratten am Start, moin. Das ist eklig, wie sie einfach sich gegenseitig auffressen. Oh ja, der ist tot. Anstatt jetzt den Angreifer anzugreifen, futter ich erstmal meine Kollegen. So machen das Helden, weißt du? So, ab in den Canyon. Eieiei, das sind mir noch ein bisschen viele Drachensnapper da. Bin sogar ich ein bisschen ängstlich und speicher lieber mal zwischen. Wenn wir uns da mal dran machen, die anzugreifen. Natürlich greift er den an, der am weitesten weg ist, ne? Ergibt Sinn. Okay. Ging ja trotzdem gut. Ich guck eben kurz in die Höhle da rein, ob da was gerespawnt ist, ne? Vielleicht ist da ja was gerespawnt. Sieht aber nicht so aus. Ne, okay. Ich gehe da jetzt nicht ganz bis dahin. Das ist mir dann auch zu lange. Kurzer Kontrollblick hinein muss reichen. Ich sehe auf jeden Fall hier noch ein paar Drachenschnäpper. Machen wir erstmal die Drachenschnäpper. Erst die Schnäpper. Dann die Feuerwarane. Oh, okay. Dit ist geglückt. Drachenschnäpper. Noch ein Drachensnapper. Feuerwaran. Feuerwaran. Ihr dürft jetzt mal noch ein bisschen abstimmen. Wird da gleich noch ein Troll auftauchen oder nicht? Ist mein Trollarschsensor richtig eingenordet? Oder ist er defekt und ich muss wieder zur Schulung? Fragen über Fragen eines leidenden Troll-Hintern-Sommeliers. Da, 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 da. Hallo. Den haben wir. Oh oh. Ja, lass dir Zeit, du musst nicht rennen. Du musst nicht rennen. Rennen ist überbewertet. Glaub mir. Rennen ist überbewertet. Hier haben wir noch reingeschaut. Da ist nix gut. Bisschen weiter in diese Richtung. Noch ein paar Feuerwarane da. Alles entspannt. Vielleicht sind auch wieder ein paar Orks zurückgekommen. Kann auch sein. Ne? Ist hier auf jeden Fall noch keine Trolle. Meine Hoffnung nach Trollen schwindet. Bam, bam, bam. Ah, guck mal, da ist doch einer. Geil.
Rollsensor ist richtig genordet. Dann kümmern wir uns mal drum. Der streckt mir sogar den Arsch entgegen. Was willst du denn mehr? Besser geht's ja gar nicht. Oh, sind gleich zwei. Geil. Moin. Du, ich müsste mal eben, wenn's okay ist. Oh nein. Oh, fuck. Leute, Mann, könnt ihr mal aufhören, der ist los. Sind da so blöde Beißer am Start, Mann? Das hat jetzt aber richtig genervt, ne? Aber richtig genervt, so. Okay, ich arbeite mich vorsichtig vor. Da sind noch mehr Beißer. Ich kümmere mich erst um die Beißer. Und dann um den Troll. Da ist noch einer. Scheiße, Bruder. Meine Güte, was ist los hier? Drei Trolle, Mann! Da geht das ja gar nicht. So, nur die Beißer irgendwie wegkriegen, die sind ein bisschen im Weg. Die nerven. Ich habe eine Idee. Ich schieße einfach den Troll an. Jetzt komm schon, ich brauche nur dich, Troll. Komm her. Hat nur den Troll, kein Beißer, nur den Troll. Ja, komm. Hallo, hier bin ich. Okay, dann doch den Beißer. Oh, jetzt komm da. Jetzt komm da. Oh, oh. Komm her. Komm her. Ja, komm ran. Komm ran, du dickes Ding. Eieiei, mich getroffen. Das hat wehgetan. Alter, was ist los mit mir? Ich muss an deinen Arsch. Ich habe da gerade ein schlechtes Gefühl. Oh, jetzt kommen die Beißer noch. Oh mein Gott. Lauf, Held. Lauf. Okay, das lief irgendwie nicht so geil. Hier, pass auf. Jetzt nehmen wir einmal so einen voller Heilungstrank. Ich gönne mir den jetzt mal. Auch wenn es voll die Verschwendung ist. Alter. Wo ist da so ein Ding? Oh, vollständig. Oh, ist übel. Okay. Oh, komm, aber es dauert zu lange. Komm, echt Gönnung. Scheiß drauf. Das hat jetzt wehgetan, Alter. Das hat aber richtig wehgetan. So. Nur aber. Das lief leider nicht so gut. Ich bin irgendwie nicht an deinen Arsch gekommen. Sein süßer, süßer Arsch wollte sich mir nicht öffnen. So, komm her. Den haben wir. Ein Beißer weniger. Das war ja nur diesen Troll hier. Komm schon, Troll. Komm her. Lass mich an dein Arsch. Na also. Bin ich erstmal an deinen Backen. Dann hörst du, wie sie knacken. Zack. Weg ist er. Gar kein Problem, Leute. Easy. Easy. Komm her. So. Jetzt noch diesen einen Kackbeißer da wegmachen. Ja. So, nun bleibt ja nur noch ein Troll. Das ist ja wohl kein Problem. Ne? Den machen wir ja mal eben noch. Ganz geschmeidig machen wir den eben noch weg. Ah, es hat sich schon gelohnt, hier nochmal herzukommen. Gab da so Stimmen, die sich dagegen ausgesprochen haben, nochmal in das Add-on-Gebiet zu gehen. Aber ganz ehrlich, ich finde es schön. Oh, jetzt stürzt er aber nicht ab, oder? Das wäre jetzt aber gemein gewesen. Zack, und ein weiterer Troll besiegt. Johann ist gut. Guck mal, es wird nebelig. Der Regen kommt. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir gehen kurz pennen. Bis zum nächsten Morgen. Meine Lieben, der Herr ist am Krähen und ihr wisst, was jetzt wird geschehen. Wir machen an dieser Stelle mal wieder einen kleingebühligen Break. Wenn euch das Ganze... Hallo? Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, dann lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.